Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Leute, ich habe selbst kaum mehr dran geglaubt, aber das Google Nexus 4 ist endlich da. Die Lieferzeit im Play Store, das ist ja momentan der einzige Shop, in dem man es bekommen kann, selbst beim Mediamarkt wurde es verschoben, ist Stand heute immer noch 6 bis 7 Wochen und die Nachfrage scheint nicht wirklich abzunehmen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es die 8 GB Version ja bereits für 299 Euro gibt und die 16 GB Version schon für 349 Euro. In diesem Video wollen wir es wie immer zunächst mal auspacken und schauen uns jetzt gleich mal die Verpackung an. Typische Nexus-Verpackung kennt man so ja schon seit dem Nexus 7. Vorne das Nexus 4 abgebildet, das Nexus-Logo. Dann an der Seite nochmal die genaue Bezeichnung und hier das LG-Logo. Warum LG? Ja, ihr wisst ja, es wird von LG gefertigt. Die letzten 2 Jahre war es Samsung, jetzt ist es eben LG. Auf der Rückseite dann noch ein paar nette Werbesprüche. Das Beste von Google, mehr als smart, ganz ohne Kabel. Das deutet oder ist eine Anspielung auf das Wireless Charging und so weiter. Dazu natürlich noch mehr, das kommt dann alles im Review, aber heute soll es ja in erster Linie um den Lieferumfang gehen. Wir nehmen diese Umverpackung mal ab, die wieder gewohnt hier dran sitzt. Wir sehen auch hier nochmal das Nexus-Logo. Ich finde die Verpackung wirklich sehr gelungen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Ich schneide hier die Siegel durch. Das Ganze ist nämlich hier noch etwas oder hier zugeklebt, wie ihr das ja kennt, wie man es von den Nexus-Geräten kennt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Beim Nexus 7 ging das recht hart oder saß das Ganze hier recht streng. Das scheint auch hier wieder der Fall zu sein. Oder ich sehe gerade, ich habe dieses Siegel nicht richtig durchgeschnitten. Jetzt sollte es aber passen und jetzt schauen wir mal, ob das problemlos runtergeht und es geht wirklich problemlos. Und ganz oben sehen wir dann auch schon das Google Nexus 4, wie es hier drauf liegt. Ich nehme das mal raus. Das ist der eigentliche Star der Show. Zu dem Gerät kommen wir gleich. Schauen wir mal, was sich sonst noch so im Lieferumfang befindet. Hier nichts Besonderes mehr, auch das lege ich zur Seite. Und natürlich das Übliche, die Kurzanleitung, also Quick Start Guide, wie man es ja kennt, Sicherheit und Garantie, schön verpackt, sieht alles ganz nett aus, aber das liest sich, wenn wir mal ehrlich sind, eh niemand durch. Dann das Micro-USB-Kabel, klar, das Nexus 4 kommt natürlich einheitlich, wie es sein sollte, auch mit Micro-USB-Kabel, hier schön in so einer Plastik-Umverpackung. Ja, ich bekomme es gerade nicht raus. Darum soll es aber ja auch nicht gehen. Ich denke, ihr glaubt mir, wenn ich sage, das ist ein ganz normales Micro-USB-Kabel. Auch das legen wir mal zur Seite und ansonsten finden wir natürlich nur noch das Übliche. Also modular zusammen mit dem Micro-USB-Kabel ergibt das dann euer vollwertiges Netzteil. Das kennt man ja. Und dann finden wir noch dieses nette SIM-Eject-Tool hier. Sieht optisch ein bisschen anders aus als die zum Beispiel vom iPhone oder von HTC oder von Nokia. Ja, ist natürlich dabei. Warum, werde ich euch gleich noch zeigen. Und mehr ist da nicht drin. Das war nur die Umverpackung vom Micro-USB-Kabel. Es sind keine Kopfhörer dabei. Das finde ich ehrlich gesagt auch klasse. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Kopfhörer, die da dabei sind, sind meistens nicht besonders qualitativ, sind nichts Besonderes, aber trotzdem zahlt man da dann doch immer noch etwas mehr. Lieber macht man das Gerät günstiger und legt dann keine Kopfhörer dazu. So viel also zum Lieferumfang. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Star der Show, dem LG oder Google Nexus 4. Ich nehme natürlich die Display-Schutzfolie ab, immer der schönste Moment bei einem solchen Unboxing-Video, wie ich finde. Das Google Nexus 4 misst 133,9 x 68,7 mm und ist 9,1 mm dünn. Damit ist es nicht das dünnste Smartphone, geht aber definitiv in Ordnung. Es wiegt angenehme 139 Gramm und so vom Ersteindruck her liegt es wirklich recht gut in der Hand. Auf der Vorderseite dominiert natürlich das 4,7 Zoll große IPS-Display, das in diesem Fall mit 1280x768 Pixeln bei einer Pixeldichte von sehr, sehr scharfen 320 Pixel per Inch auflöst. Wir haben natürlich hier zum Schutz Corning Gorilla Glass 2
Wie sollte es auch anders sein? Rechts oben die 1,3 Megapixel Frontkamera und auf der Unterseite haben wir hier unter dem Glas sitzend eine Benachrichtigungs-LED. Das kann man jetzt natürlich nicht erkennen. Ich werde es euch im Review aber zeigen. Kennt man so schon vom Galaxy Nexus und keinerlei Tasten, denn Nexus typisch setzt auch das Nexus 4 auf Onscreen-Tasten. Schauen wir uns den Rahmen etwas genauer an. Der ist hier so leicht gummiert, sieht meiner Meinung nach schön aus und ist wirklich richtig, richtig gut verarbeitet. Hier finden wir die Laut-Leise-Wippe, die einen recht guten Druckpunkt hat, wirkt zumindest so vom Ersteindruck. Daneben dann dieser Schlitten für die Micro-SIM-Karte, einfach mit dem SIM-Eject-Tool, das ich euch schon gezeigt habe, einmal hier reinstechen. Der Schlitten kommt raus und die Micro-SIM kann reingesteckt werden. Leider kann der Speicher nicht mit Micro-SD erweitert werden, sprich ihr seid wirklich auf die 8 oder 16 GB an internem Speicher dann beschränkt. Auf der Unterseite Micro-USB-Anschluss, das erste Mikrofon, zwei Schrauben, sprich das Gehäuse könnte natürlich theoretisch von euch geöffnet werden, wie jedes andere Unibody-Smartphone auch. Leider verliert man dann aber natürlich zumindest offiziell die Garantie. Auf der rechten Seite dann der Power-Button scheint ebenso wie die Laut-Leise-Wippe einen richtig guten Druckpunkt zu bieten. Und auf der Oberseite das zweite Mikrofon sowie der 3,5 mm Klinkenanschluss. Damit kommen wir zur Rückseite und ich traue mich ehrlich gesagt kaum hier auch noch die Folie abzunehmen. Ich scheine es auch irgendwie nicht so recht zu schaffen. Wieso traue ich mich nicht, denn der Rückseite ist natürlich das Design-Highlight oder finden wir das Design-Highlight des Google Nexus 4. Ich halte euch das Ganze mal hier vor die Kamera und die meisten werden es eh schon gesehen haben. Dieses nette Muster. Die Rückseite besteht nämlich auch oder ist zumindest mit Corning Gorilla Glass 2 zum Schutz überzogen und darunter findet ihr dieses nette Muster mit diesen vielen einzelnen Punkten. Ich denke, man sieht es jetzt ganz gut und je nach Lichteinstrahlung verändert sich das Ganze eben. Sieht meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schön aus, aber ja, zieht natürlich Fingerabdrücke auch wirklich magisch an. Wie gesagt, 2100 mAh starker Akku. Außerdem finden wir hier die Kamera, die löst mit 8 Megapixeln auf. Darüber dann eine Foto-LED, beziehungsweise hier die Foto-LED und darüber natürlich das Kameramodul, pardon. Außerdem der Nexus-Schriftzug unten, dann nochmal das LG-Logo, wie man das Ganze ja kennt. Wie ist mein Ersteindruck vom Google Nexus 4? Ich kann euch wirklich sagen, es liegt ziemlich gut in der Hand, habe ich ja eben schon erwähnt, durch diese Rundungen hier. Das Gewicht ist echt angenehm und ich würde sagen, wir schalten es jetzt einfach mal das erste Mal ein und hoffen, dass es auch hochfährt. Es vibriert kurz und fängt an zu booten. Wir haben hier als Plattform Android 4.2, das ja nach wie vor den Namen Jelly Bean trägt. Als CPU den Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Es ist eine Quad-Core-CPU mit 1,5 GHz je Kern im 28 Nanometer Verfahren gefertigt. Zusammen mit dem Exynos 5250, meiner Meinung nach momentan die modernste CPU auf dem Markt. Ich verspreche mir sehr, sehr viel von diesem Prozessor. Dazu dann noch 2 GB Arbeitsspeicher. Ihr habt es gesehen, das Nexus 4 ist schon fertig hochgefahren und das war es auch schon wieder von diesem Unboxing-Video. In den nächsten Tagen sind natürlich einige Videos zum Nexus 4 geplant. Neben einem Benchmark-Video, ein Gaming-Video und natürlich das finale Review und auch ausführliche Vergleichsvideos mit dem iPhone 5, dem Galaxy S3 und dem Note 2. Solltet ihr dennoch irgendwas Spezielles sehen wollen, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und ich werde natürlich versuchen, das wie immer umzusetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen und sage wie immer Ciao, bis zum nächsten Mal.